Herzlich willkommen zu einem neuen Video. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ich zeige euch heute mal mein neues Gefährt. Ich hatte ja mir schon seit Jahren einen Kabinenroller gewünscht. Und ich zitter voll, weil es hier so saukalt ist. Ich versuche das mal ein bisschen stiller zu halten. So. Ja, und jetzt ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe einen Kabinenroller. Das ist die 25 km/h Variante. Und ich habe mir den geholt, weil ich den für die Arbeit brauche. Und weil das jetzt halt vieles vereinfacht, wenn ich arbeite und ich kann morgens auch im Warmen sitzen und bin trocken, wenn ich arbeite. Ja. Und zwar ist das die 25 km/h Variante, weil ich habe ja nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Und alle, die vor 1965 geboren sind, die können den auch Führerschein frei fahren. Und ja, ich habe den jetzt 2 Wochen. Ja, heute sind es 2 Wochen. Und mein Resümee ist eigentlich positiv. Also man darf nicht vergessen, es ist ein Elektrofahrzeug und Elektronik und Minusgrade vertragen sich nicht so gut. Deswegen geht der Akku natürlich schneller leer. Ist aber total normal. Ich habe auch keine Garage, wo ich ihn reinstellen könnte, wo er auch trocken stehen würde. Das macht das Ganze natürlich auch nicht besser. Deswegen hält jetzt bei minus 10 Grad nachts der Akku nicht so lange. Es reicht aber so lange, dass ich meiner Arbeit nachgehen kann. Jetzt ist er auf 30% runter. Ich bin jetzt eben noch mal für das Video ein bisschen gefahren und ja, heute Morgen meine ca. 8 bis 10 Kilometer. Die kriege ich aber trotz Minusgraden hin. Ja, der Kleine hat eine Heizung, was mir das natürlich jetzt in den Wintermonaten ungemein vereinfacht. Die macht auch recht gut Wärme. Also es ist nachts hier schon ganz schön warm. Das Problem ist, ich muss sie halt ständig laufen lassen, weil bei diesen Minustemperaturen mir meine Scheibe zufriert und dann sehe ich nichts. Und dann hilft auch das Kratzen nichts. Das zieht natürlich auch wieder ein bisschen mehr an der Akkuleistung, als wenn sie nicht aus wäre. Wo ich ihn bekommen habe, da waren es noch Plusgrade. Und da hat der Akku auch eine Woche gehalten. Also da brauchte ich nicht täglich laden. Ja, eine Lüftung hat er auch für den Sommer. Er hat einen Scheibenwischer. Da muss ich aber sagen, das ist auch schon eines der Minuspunkte, die ich für mich habe. Weil der Scheibenwischer ist zu kurz für die Scheibe und er macht nicht den ganzen Sichtbereich sauber. Wir wollen jetzt den nochmal ausmessen und ihn nochmal ein Stück länger kaufen, dass ich wenigstens ein bisschen mehr sehen kann, wenn es regnet. Sonst ist er nicht schlecht. Es ist schön, dass man da überhaupt sowas hat. Der hat auch keine Spritzanlage. Also es gibt auch Rollermodelle, die haben eine Spritzanlage für Wischwasser. Das hat er nicht. Brauche ich aber auch nicht,
Weil wenn ich die Scheibe einmal wische, ist sie eigentlich relativ klar und sauber. Obwohl ich sie nicht großartig geputzt habe. Ja. Dann haben wir hier die Gänge. Das ist einmal D für vorwärts. Dann neutral. Und Rückwärtsgang. Und wenn ich Rückwärtsgang mache, habe ich auch eine Rückfahrkamera. Ja, ich gucke aber trotzdem immer noch mal hin und her und mache den Schulterblick. Weil das ist zwar schön und gut, dass man eine Rückfahrkamera hat, aber man sieht halt nur, was direkt hinter einem ist. Und wenn ich zum Beispiel aus einer Parklücke rausfahre, dann sehe ich natürlich nicht, wenn von links oder rechts jemand kommt. Deswegen gucke ich dann lieber doch noch mal mit Schulterblick in der Gegend rum. Ja, dann hat er Blinker, ne, links und rechts. Dann hat er, eine, wie heißt es, Warnanlage, Warnblinkanlage. Die funktioniert auch. Und er hat eine kleine Hupe und er hat eine große Hupe. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich nachts aus Versehen gehupt habe, weil halt hier der Blinker direkt ist und das reicht halt einfach. Wenn man da nur mal abrutscht und gegen den Schalter kommt, dann hupt man schon. Ja, aber das verraten wir den Leuten nicht, dass ich das war. So, dann haben wir hier noch normales Licht und Fernlicht. Und dann haben wir hier noch Tageslicht und ja, Nachtfahrtlicht. Und wenn ich den hier drücke, dann geht gar nichts. Dann kann keiner mit dem fahren, mit dem Roller. Weil dann ist die Verbindung, die dafür sorgt, dass man fahren kann, abgestellt. Ja, dann Schlüssel ist klar. Er hat sogar ein Radio. Das Problem an dem Radio, es ist zwar, also es spielt Musik und es ist gut und ja, es ist nicht langweilig. Gut, jetzt in den Minusgraden habe ich es nicht benutzt, um den Akku nicht noch mehr zu belasten. Das Problem ist halt, wenn ich es anmache. Dann schreit es gleich los. Was jetzt nachts nicht unbedingt so günstig ist, wenn man dann halt eben alles wachschreit mit lauter Musik. Da, ja, mache ich dann an und immer ganz schnell leise, damit ja, ich niemanden störe. Ja, dann hat er hier noch ein Ablagefach. Da habe ich eine Lampe drin, weil er hat keine Innenbeleuchtung. Und ich will mir nochmal so ein Licht holen, was man andrücken kann. Und das will ich mir dann hier oben dann am Dach montieren, dass wenn man einsteigt, man hier so ein bisschen Licht drin hat, ne? Ja, er hat auch elektrische Fensterheber, weil Nobel geht die Misade zugrunde. Dann hat er hier den normalen Türöffner. Dann hat er hier Ablagefach. Da habe ich alles drin. Meine Parkscheibe, Warnweste, Erste-Hilfe, Tasche. Da ist alles drin. Neuester Stand, EU. Weil ab Februar gelten neue Regeln und dann braucht man ja, spezielle Sachen im Erste-Hilfe-Kasten. Da ist auch noch ein Ablagefach. Da habe ich dann meine Eiskratzer drin. Und ja, nachts habe ich dann da meinen Fensterputzschwamm und ein Handtuch drin, um die Scheiben immer sauber zu kriegen, damit ich was sehen kann. Ja, und jetzt zeige ich euch noch mal kurz, wie er von innen aussieht. Und dann ist das Video auch schon fertig. Ja, also das ist der vordere Sitz. Und hinten ist auch noch ein Sitz. Da habe ich halt meine Kiste, wo meine Zeitungen immer reinkommen nachts. Und ja, es ist tatsächlich ein Zweisitzer. Ich kann da also jemanden hinten drin mitnehmen. Und es passt eigentlich auch ganz gut, weil den Sitz kann man nach vorne schieben und noch ja vor- und zurückklappen. Und dann ist genug Platz da für den Mitfahrer. Ja, ansonsten Einkäufe und alles kriegt man halt eben auch gut mit. So ein Träger trinken, wenn der Sitz weiter nach vorne ist oder sowas, das kriegt man da auch locker rein. Ja, da unten liegt mein Regenponcho. Und ja, da muss ich mal ein bisschen aufräumen. Dann lege ich da mein Bahndreieck noch und ja, meine Scheibenklarflasche. Was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist. Ah, jetzt habe ich's. Also, ich muss hier drücken. So, ne? Knopf.
So, und dann ist die Alarmanlage an. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das kleine Video gefällt euch. Ich freue mich jedenfalls. Ich bin für dieses Jahr, beziehungsweise ich bin wunschlos glücklich. Diesem Jahr haben sich alle meine Wünsche erfüllt. Ja. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie euch das Video gefällt, wie euch der Kabinenroller gefällt. Wenn ihr Fragen zum Kabinenroller habt, immer raus damit. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. This night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good.